Herzlich willkommen, meine Minimis, zu diesem Video. Pokémon. Bevor wir das Video beginnen, möchte ich noch kurz eine Sache fragen. Nämlich, ich habe jetzt gesagt, ich mache tägliche Uploads. Das ist ja auch kein Problem. Ich habe noch einen Haufen Videos über und die täglich zu produzieren habe ich auch kein Problem mit. Ich werde wahrscheinlich sogar, nachdem ich das Video hier gemacht habe, die Shadowblade-Analyse machen. Es tut mir leid, dass es so lange gedauert hat, aber ich habe keine Replays gefunden. Es war halt blöd. Jetzt wollte ich euch fragen, sind eurer Meinung nach alle Videos gleichwertig? Oder ich weiß nicht, persönlich, also ich habe immer das Gefühl, wenn ich nur so ein Pokémon-Video hochlage und sage, das ist mein tägliches Video, dann habe ich so ein bisschen das Gefühl, ich scheiß, weil die sind so kurz und ja, deswegen habe ich mir eigentlich auch gedacht, ich mache immer Orks, Mastaya und Pokémon gleichzeitig und dann halt am nächsten Tag Horn. Aber ich weiß nicht, vielleicht sehe auch nur ich das so, ihr paar Pokémon-Menschen könnt mir sagen, ob das ein vollwertiges Video ist oder ob ihr denkt, dass ich vielleicht noch was hochladen soll nebenher. Dann muss ich halt anderthalb mal so viele Videos machen, aber das ist für mich kein Problem. Ich will nur wissen, ob das ist oder ob es euch lieber ist, dass ich tatsächlich nur das hier mache, also doch halt ein Video pro Tag und dass es halt auch wirklich ein Video ist. Aber nachdem wir das geklärt haben, schreibt in den Kommentaren. Ich habe gesehen, die haben Reactions rausgenommen. Nein! Schade. Ich fand die lustig. Also hinterlasst mir keine Reaction. Aber bevor wir das Video beginnen, wenn es euch gefällt, thumbs up. Wenn es euch gefällt, thumbs down. Ich sehe dann, ob mein Video gut ist. Das denke ich mir immer so eine Relation. Wenn eine Relation zu 5 zu 1 ist, denke ich mir, ist in Ordnung. Oh mein Gott, meine Mutter und meine Schwester machen wieder Lärm. Naja, gut. Wir starten das einfach mal. Das hier ist jetzt das zweite Video in der Serie, wo ich versuche, mit jedem Pokémon einen Kill zu machen. Link zur Liste in der Beschreibung. Ich habe mir ein relativ dummes Team erstellt. Allerdings, hier kommt mein Man of M-Hands, mein Wartortle mit Triple Status. beste Pokémon ever. Und ganz ehrlich, Wartortle hält echt viel aus. Schon mal ein Volt Switch, super effektiv, Stab von Lantern, macht gar nichts. Toxic auf Shaymin ist jetzt nicht so praktisch, weil Shaymin hat Natural Natural Cure. Wenn es rauswechselt, verliert es den Status. Das heißt, es bringt nicht ganz so viel. Aber ich wechsle raus in mein Murkrow. Murkrow, beste Pokémon ever. Problem ist nur, ich habe eigentlich damit gerechnet, dass er für Seed Flare geht. Das wäre für mein Murkrow kein Problem gewesen. Murkrow ist ziemlich bulky. Bulky heißt übrigens, ist halt der Pokémon-Begriff für Tanky. Das ist so, ich halt. Ich werde die Pokémon-Begriffe auch dafür benutzen. Also, ist halt Bulky. Er hält einiges aus, hat EV Yellow Light. Das ist für nicht entwickelte Pokémon, die haben dann mehr Verteidigungswerte oder höhere Verteidigungswerte. Aber ja, falls ihr nicht wisst, was das Vieh hier macht, das macht Substitute, Meanlock, Parish Song. Und übrigens, Murkrow hat Prankster, das heißt, Nicht-Angriffswerte gehen als erstes. Das heißt, ihr seht hier Substitute und ich hau einfach mal einen Parish Song raus, weil Hunchcrow, ich weiß, also ich habe eigentlich mitgerechnet, dass es mich angreift und dann habe ich mich gefragt, so, was ist mir lieber, eine Sub? Oder nein, was ist mir lieber, dass es nicht auswechseln kann, aber das bringt mir eigentlich gar nichts, dass ich mich voll heile oder dass es in 3 Runden stirbt. Und mir war das in 3 Runden sterben irgendwie wichtiger. Das heißt, er wollte es aber nicht riskieren und hat rausgewechselt wieder zu seinem Lantern. Ich habe dann an der Stelle vergessen, dass er Volt Switch hat. Volt Switch und Meanlock. Meanlock sorgt dafür, du kannst nicht rauswechseln, Volt Switch geht's trotzdem. Geht auch mit U-Turn. Das ist halt blöd. Passiert. Jetzt muss ich aber rauswechseln. Ich möchte mein cooles Viecher nicht verlieren. Und ich wechsle raus in Gülden, das aus irgendwelchen Gründen nicht mehr Gülden ist. Also eigentlich ist es tolles Shiny sein und die Shiny-Version von dem Pokémon ist Gülden, deswegen heißt es Gülden. Aber das war nicht so ganz die schlaue Idee, das rauszuwechseln, weil es kann eigentlich nicht so viel gegen den Nidoking machen. Vor allem, da die meisten Nidokings haben Fireblast oder Flamethrower und zumindest meine Nidokings haben das. Seins anscheinend nicht, keine Ahnung. Das heißt, ich kann da eigentlich nicht viel machen, das heißt, ich habe mich einfach wieder so voll geheilt, wie es geht und wieder rausgewechselt, wieder in mein Murkrow und ich weiß, dass er für Ice Beam gehen würde, so viel war mir klar, aber ich wollte schauen, wie viel Schaden ich davon kriege.
Und es ist einiges. An der Stelle habe ich gehofft, vielleicht macht er irgendwas Dummes. Denkt vielleicht, dass ich rauswechsle und geht wieder für Earth Power. Das hat er vorhin auch gemacht, aber da war es auch klar, dass ich rauswechsle. Das heißt, an der Stelle wechsle ich jetzt wieder meinen Wartortle. Und frisst eine Earth Power. Das ist super optimal. Und nein! 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 Man of Mans! Nein! Naja gut, ich wechsle raus in meinen Medicham und. Ah, man sieht es ja leider nicht, aber es ist ein weibliches Medicham, dann versteht ihr auch den Namen. Wenn ihr Pokémon Online spielt, könnt ihr das nachschauen. Oder Pokémon Online, Kurzrunde Online oder so, keine Ahnung, oder das spielt oder das habt oder. Dann könnt ihr das nachschauen, warum es weiblich ist und Smarler heißt. Aber ja, das ist mein Sub-Punching Psycho-Cut-Bulk-Upping Medicham. Und das ist ein relativ blödes Set. Ja, wobei, eigentlich ist es gar nicht so schlecht. Es funktioniert, sagen wir so. Aber ja, ihr seht hier schon, Brave Bird, das Viech kriegt nochmal ein bisschen Schaden. Aber es hat eigentlich keine Chance, weil Hodgecrow ist Typ Dunkelflug. Das heißt, Focus Punch ist neutral, Focus Punch mit Stab und Focus Punch sein ist einfach BAM. Hat keine Chance dagegen. Er macht irgendwie 150 Base Power, also fast so krass wie ein Recreate. Das heißt, ich wechsle hier raus in mein Garbodor. Und es wird fast gewonshottet. Yay, es hat, glaube ich, mit zwei Leben überlebt gehabt. Ich habe dann allerdings, ich habe gewusst, ich habe Weak Armor, aber Weak Armor hat es dann irgendwie nicht so ganz gebracht, weil ich war immer noch langsamer. Also mein Piece of Shit died. Das arme Viech, das arme Viech. Ja, naja, gut. Aktuell habe ich ein Problem, weil ich gehe davon aus, dass ein Darmanitan Scarfed ist. Also Scarf, schnell, ganz schnell, ganz schnell. Und Darmanitan ist das Feuer-Pokémon mit dem höchsten Angriffswert. Das hier ist mein physisch-defensives Murkrow und null Chance, gewonshottet. Und ich habe keine Priorität in dem Team, weil ihr müsst ja bedenken, meine Teams sind gerade nicht so ganz die Schlausten. Ich benutze halt irgendwas. Irgendwas halt. Hauptsache es funktioniert. Aber mein Team wird gerade von dem Darmanitan richtig weggehauen, also dann kann ich nicht wirklich was machen. An der Stelle war ich relativ blöd. Ich hätte wahrscheinlich für die Sub gehen sollen, weil Flare Blitz, ich weiß nicht, ob sie ihn getötet hätte. Ein Versuch wäre es zumindest wert gewesen. Aber, ja, stirbt, kann man nichts machen, ist tot. Und da sein Darmanitan stirbt am Rückstoß an der Stelle, ich so, oh mein Gott, 1 gegen 4, das kann ja nichts werden. Aber ich habe ja den Saus, Baus. Wir brauchen ein wenig Saus. Saus, 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 Natural Power Earthquake. Nidoking tot, One Shot, Bam, Bitch, Legend of Fun. Naja, jedenfalls, Kill. Nidoking ist down und jetzt habe ich nur noch gehofft. Sausbaus, das hast du alles unter Kontrolle. Sausbaus, du bist der Sausbaus. Ice Shard, das killt nicht. Das ist nicht mal Stab und es ist 40 Base Power. Nie im Leben. Hornleech, Bam! Ich habe gehofft, das ist ein One-Shot. Leider nicht. Das heißt, ich werde nach dem Kampf zwischen den beiden werde ich weniger Leben haben wie davor. Aber suboptimal. Suboptimal. Aber ich sollte noch so um die 50% haben. Ich weiß jetzt. Ich genau, das werden wir jetzt gleich sehen. Hornleech und. Wie viel sind's? Wie viel sind's? 45, ja, 35, oh mein Gott, das ist eher ein Drittel. Ah, kritisch, kritisch. Megahorn! Was? Lebt? Nein! Nein! Siegflirn! Ja! Es gibt so viele Leute, die das vergessen. Aber Sausbaus oder Sauspark hat Sapsipper. Sapsipper sorgt dafür, dass der Angriffswert erhöht, wenn ich eine Gras-Attacke-Fähigkeit, die dann auf meinen Sausbaus geht, dann wird das absorbiert und ich erhöhe meinen Angriffswert. Das hat mir gerade den Arsch gerettet, dass er das nicht gewusst hat. Im Normalfall haben Shammy noch entweder Earth Power oder Hidden Power Ice, irgendwie sowas. So Dual und Leech Seed und Seed Flare. Wahrscheinlich beides. Aber ja. Hornleech, Bam, One-Shot-Kill, danke. Ich weiß nicht, ob es gewonshottet hätte ohne. Also er hat gelieft an der Stelle. Aber es war ein Kill und ich habe gewonnen. Yeah, Saus, Baus, Saus, Baus. Ich glaube, ich brauche ein T-Shirt. Epic Me Time. Aber ja, das war Spiel 1. Das heißt, ich habe Kill gemacht mit Saus, Baus und Medicham.
Das heißt, wir gehen direkt auf die Website und tragen das ein und bis zum nächsten Video.